Hier liegen goldene Eier. Irgendein reicher Sack hat hier seine Eier vergoldet. 30? Die wiegen 30? Was soll denn das? Also ich habe ja irgendwie das Gefühl, dass die cool sind, aber die wiegen 30 pro Ei. Wir haben es gleich eilig. Ich leg mal kurz meine Eier hier hin, Arion, ja? Wenn du nichts dagegen hast, dass ich meine Eier an deinem Teppich reibe. So. Wie ich sehe, gefällt euch dieses Land. Ich muss ihm den Tsujama klauen, meine Eier klauen und dann weglaufen. Nun. So habe ich mir mein Leben auch nicht vorgestellt, Zuschauer. Beruhigt euch. Ihr seid erledigt. Ich hatte einen Erlass um... Nein, hatte ich nicht. Ja, so, sammel. Och, Silvester hier wieder. Ach so, ich muss den erstmal trinken. Och, nee. Wartet mal, ich besauf mich kurz noch, während ihr mich abknallt. Och, nee. Oh, es tut doch weh. Ich habe geschätzte 20 Sekunden Zeit. Nee, null. Och, komm, Schifffrau, komm doch einfach her. Was soll denn das? Wir versuchen jetzt übrigens seit 20 Minuten einfach nur, unsere Eier in unser Haus zu schleppen. Das Spiel ist dabei abgestürzt. Und dann werden wir unsere Eier ins Haus schleppen. Denn ich mag es, meine Eier ins Haus zu schleppen. Wäre doof, wenn die draußen bleiben müssten. So. Jetzt ist natürlich doof, dass bei dem Hafen der Schiffstyp weit weg steht. Das heißt, wir werden jetzt von Hafen zu Hafen gehen und hoffen, dass wir Hafen erwischen, wo der Schiffstyp nicht zu weit weg steht. Weil wir leider mit unseren riesigen Eiern nicht bis zu dem Schiffstüten hinlaufen können. Schiffstüten? Schiffstüten. Schiffstüten sind für die Leute, die seekrank sind. Tel Arun. Aber ist es auch Tel Arun? Schauen wir einfach mal nach. Och, komm schon. So nah und doch so fern. Eigentlich ist das Leben ja scheiße. Wir könnten ja auch den Teleport-Cheat benutzen, aber der heißt Cock. Wisst ihr, wie dämlich das klingt? Ich habe Cock benutzt, um meine Eier ins Haus zu schleppen. Das ist einfach nur nicht so toll. Irgendwas, was mir Stärke bringt. Oder Feder. Feder! Habe ich Feder? Ist aber auch doof zu sagen, ich habe mit der Feder an meinen Eiern rumgekitzelt. Aber die wiegen dann halt weniger. Ja, wir haben ein Problem. Wir legen die Eier mal kurz hier hin. Neben die Bücher. Das sind männliche Bücher, versteht ihr? So, da liegen jetzt unsere Eier. Hi, ich bin der Mann mit den dicken Eiern. Mit den goldenen auch. Dann, stimmt, Tel Arun hatte den riesigen Sklavenmarkt. Wir könnten auch Sklaven kaufen, die unsere Eier tragen, aber wie ist das denn? Wären das dann auch Prostituierte oder... Frerele Atram, Händler. Ich werde euch zuhören, aber fasst euch kurz. Fasst euch kurz, wohin? Doch nicht etwa... Nun, der hat leider keine Eier. Keine Stärketränke. Ich glaube, ein Tsujama reicht, um unsere Eier tragen zu können. Aber wir müssen dann ja immer noch in unsere Eier halt in das Haus reintragen. Da steht sie. Ich muss jetzt nur meine Eier bis zu ihr kriegen. Das gehört übrigens nicht zu den markonischen Flirt-Tipps. Ich würde gerne nach meinen Eiern greifen, während ich gleichzeitig nach ihr greifen kann. Das auch so... ein Problem. Manchmal. Och nee, jetzt muss ich wieder. Ich muss hier dauernd meine Eier rauspacken. Sie auf einen Stapel legen. Einen Schritt zur freundlichen Dame gehen und dann meine Eier hinterher ziehen. Versteht ihr den Druck, der auf mir lastet? So, die Eier jetzt hier hin. So, da liegen meine Eier. Hallo. Jedes meiner Eier wiegt 30 Kilo.
Könntest du bitte keine Fragen stellen und mich einfach nach Kuhl bringen? Danke. Ich hoffe mal, dass wir wegen meinen Eiern nicht das Maximalgewicht des Schiffes überlasten. Auch einer dieser Sätze, die man... So, Swirr. Ja, ich bin auch gerade wirr. So, ich hoffe mal, dass ich keins verloren habe. Nee, ich habe immer noch alle 7. Ihr fragt euch jetzt wahrscheinlich, Marco, warum machst du dir diesen Aufwand? Leute, es sind goldene Eier. Also, wir brauchen noch für unser Zuhause goldene Eier. Da sind wir uns ja hoffentlich alle einig. Im Norden würde man halt vermuten, dass die dann kleiner werden und weniger wiegen, wenn es hier so kalt ist und ich sie so nach außen packe. Aber es ist gar nicht der Fall. Ich habe weiterhin 7 Eier. Nun. Kann ich euch helfen? Nee, kannst du nicht. Das hier geht nur mich und meine Eier was an. Das hier sollte mal eine Inseltour werden. Stattdessen geht's die ganze Folge über nur um Eier. Um meine 7 Eier. Das heißt, wir haben ein bisschen mehr Zeit, um den oberen Turm zu erreichen. Denn ich will meine 7 Eier natürlich auf dem oberen Turm stapeln. Nicht innen, sondern außen. Wie wär's? Außen seine Eier hinzumachen ist natürlich unkonventionell. So, 7 goldene Eier, die da völlig schief und schrumpelig liegen. Ich würde die gerne ein bisschen ordentlicher da hinlegen. Das ist jetzt spannend, oder? Das ist unser Abenteuer in den Inseln. So, nun. Es gab mal eine Zeit, da war dieser Kanal ein Ufer hohen Niveaus. Das habe ich jetzt auch über Bord geworfen, aber wenigstens habe ich es nicht getan, weil ich so ein Idiot bin, sondern weil ich einfach nur riesige Eier habe. Ja. Sir. War schön, euch kennenzulernen, wenn ihr mich jetzt deabonniert und wir sehen uns dann nicht mehr. Tschüss!